Hallo Leute und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2 Belambas Custom Maps. Mal wieder nach dem Online-Multiplayer-Part. Die neueste Map, Death Star 2, da bin ich mal sehr gespannt drauf, was ihr davon halten werdet. Ich hab's mir auch noch nicht angeguckt, bin ich ehrlich. Die sah auf den Bildern sehr, sehr vielversprechend aus. Und dann machen wir mal den Heldenangriff, da können wir immer noch am besten... Ach, machen wir gar nichts über Krieg. Und ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, mein Spiel ist abgekackt, weil ich vergessen habe, die Aufnahme zu stoppen. Auf jeden Fall, Death Star, der Todesstern vom Inneren, der Thronsaal des Imperators. Bis gleich. Sieht schon sehr epic aus, oder? Wir bleiben bei den Helden und neben Luke Skywalker. Und wir sind ja wirklich im Thronsaal des Imperators. Hammergeil. Wir können rausgucken auf die Schlacht von Endor. Hier unten hat sich was, glaube ich, Luke Skywalker versteckt. Vor Darth Vader. Und da ist er. Der Thron des Imperators. Das wäre natürlich geil. Oh mein Gott, das kann man da durchstehen. Oh, wollte ich gerade sagen, natürlich könnte man jetzt, wäre super gewesen, wenn man die Schlacht von Endor sehen würde. Und es ist so. Ich hoffe, ihr seht das durch den Körper von dem besser als durch die Scheibe. Weil so sieht man das gar nicht. Geil gemacht. Endor über uns. Schön, schön. Ach, schade. Boah, geil. Geil, und da kam die, da ist die Tür von, beide erwischt, jawohl. Da ist die Tür, wo Darth Vader und so reinkam. Hammergeil, ich bin begeistert. Wieder einmal. Boah, was ist hier los? Was ist hier los? Hier geht's sogar weiter. Nein, leck mich am Arsch. Wow. Hammergeil, ich bin richtig begeistert von dieser Map. Leck mich am Arsch. Wie gesagt, ich hab's auch noch nicht angeguckt. Oh, der Wahnsinn. Draußen der Todesstern. What the fuck? Darth Maul. Bisschen Schutz holen. Jawohl. Oh, Hammer. Ich bin begeistert. Also natürlich eine... Vor allem ein Laserschwert. Vielleicht kann man sich auch irgendwo durchglitschen, würde mich nicht überraschen. Was ist hier oben? Nix. Also natürlich eine sehr kleine Map, sehr eng. Aber das ist eigentlich nur so eine Map zum Erkunden, wie viel Mühe man sich gegeben hat. Und das ergibt keinen Sinn. Ne, doch nicht. Doch. Ah, schon okay. Wow, wow, wow. Was gibt's da unten? Ja, ich gehe ja schon. Was, da geht's weiter? Bitte? Was ist denn hier los? Ah... Boah, Wahnsinn. Ich bin so begeistert. Das ist Hammer. Die Map ist der Hammer. Sorry, Leute, aber... Hammer. Auf die andere Seite, was gibt's da? Wir starten einfach so. Dann würde ich gerne, wenn das zerstören könnte. Wow! Ich hab irgendwas zu sein. Da ist mein Mikrofon verrutscht. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch vernünftig. Bin ich doof oder hört man da im Hintergrund diese Siegesmusik aus Episode 6? Ich würde euch gerne das hören lassen, aber das würde das Spiel gesperrt werden. Das Video gesperrt werden. Da geht's auch noch weiter? Nee, doch nicht. Nee, da geht's nicht weiter. Schade. Aber ja, ah, hier ist der Spawnpunkt von denen, ne? Ich verstehe. Aber da unten kann man sich noch irgendwie vom Tode retten. Oder hier stirbt man schon, ja. Ich will wissen, was da unten ist. Ich sehe das nicht. Nochmal das Gleiche. Na komm. Oh, geil, wie im Film. Da unten ist es auch blau. Schön, schön, schön. Das gefällt mir richtig. Dessen Leia hat hier nichts zu suchen. Luke Skywalker. Passend wie zum Film. Hier geht's rein und da sind sie alle. Oh, ich bin so begeistert.
Außerdem, das kenne ich gar nicht aus dem Film. Ist aber ein schönes Ding nebenbei, muss man wirklich sagen. Oder? Oh, schön. Gefällt mir richtig. Aber allein das hier, die Map zu sehen ist. Ach, die Map, die Schlacht von Endor zu sehen ist schön. Also ist schön durchdacht. Auch keine wirklichen Custom-Texturen, die richtig hässlich aussehen. Wurde viel übernommen und vor allem das sieht man nirgendwo. Oder ich habe es noch nicht gesehen, nirgendwo im normalen Originalspiel. Und schön einfach übernommen. Wow, du Pissnäcke! Runter mit dir, mein verlorener Sohn. Mein verlorener Vater. Aber irgendwas fehlt hier, oder? Irgendwas fehlt hier doch. Ich wollte gerade Restart machen. Müssen wir wahrscheinlich, weil die Map jetzt eh zu Ende ist. Der Imperator fehlt hier. Hahaha. Come to the dark side. My pupil. Ja, Mace Windu hat also Episode 6 entschieden. Ich bin geworden. Ich bin auch noch schuld. Was? Hä? Bitte? Oh Mann, ist das eine geile Map, ey. Ich bin richtig begeistert, ich will die gleich nochmal machen. Einen Augenblick. So, und schon geht's wieder weiter. Ich hab nochmal, das ist ja immer die gleiche Epoche. Da darf natürlich Darth Vader nicht fehlen. Oh, Hammer, geil. Also ich weiß nicht, was das für ein Raum sein soll. Was? Eine hochfahrbare Plattform, wie bitte? Oh mein Gott! Wie man hier auf so Kleinigkeiten wirklich Acht gibt und schöne Figürchen. Ich weiß nicht, was. Ich glaube, das ist der Aufenthaltsraum vom Imperator. Was das soll? Was seid ihr hier drin, ey? Sehr schön alles durchdacht. Geht's da oben eigentlich weiter? Eigentlich schon, ne? Nö, er bleibt nur stecken. Machen wir es wie im Film. Ja. Mace Windu hat mal wieder alles entschieden. Meine Fresse, was hat Mace Windu alles vor? Kommt Duke hat hier nichts zu suchen. Boah, Fett ebenfalls nicht. Wir haben ja eigentlich alle. Nein, mein Spiel ist, glaube ich, abgekackt. Okay, ich glaube, es ist asynchron. Einen Augenblick. Ja, die Aufnahme ist eh schon so gut wie voll. Wir haben alle Zeit der Welt gebraucht. Die Map ist super. Ah, meine Bewertung fehlt natürlich noch. Ja. Ja, also ich würde sagen, Grafik kriegt wohl mehr 10 von 10 Punkte. Wirklich. Da ist wirklich nichts Custom Map. Und selbst wenn etwas Custom ist, sieht man das kaum. Wie zum Beispiel das da unten. Sehr schön. Und die Map an sich ist für mich zu klein. Ehrlich gesagt, es ist zu eng, um zu kämpfen. Es ist eigentlich nur eine schöne Map, um nachzubauen und mal rumzulaufen. Mehr wirklich nicht. Denke ich mal, das war die Idee vom Ersteller. Deswegen kriegt das die Map von mir zwar für ihr Aussehen 10 von 10 Punkte, aber dafür von der Map an sich ist nicht gut zum Kämpfen. Da gebe ich 7 von 10 Punkte. Wenn nicht sogar 6. 6,5. 6,5. Das reicht. Ansonsten ist es eine Top-Map, wirklich. Vom Aussehen her top, aber zum Kämpfen, also so eine, ich bewerte ja auch nach Aussehen und zum Nutzen, ja. Also der Nutzen für in Erinnerung schwelgen, voll erfüllt, aber zum Kämpfen, boah, zu eng. Da kriegt man gar nichts gebacken, außerdem bleiben die Gegner hier hängen. Ja? Vater! Wir beide sterben gemeinsam, von Jango Fett gekillt. Also dann, Leute, bis zum nächsten Part und ciao.